la 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 la. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Das Intro vergessen wir jetzt bitte einfach mal. Ein wunderschöner neuer Wintertag wartet auf uns und ich bin ein kleines bisschen überfordert damit, was ich heute alles machen soll. Ich sollte vielleicht als erstes mal meine Gießkanne auch aufwerten, denn die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Dafür werde ich Eisen machen und Geld brauchen. Dann bin ich vermutlich pleite, aber ich kann ja den ganzen Tag noch gucken, was sonst noch so ansteht. Es schneit, wie schön. Ich jetzt zum Briefkasten wusel ich erstmal zu meinen süßen, kleinen, niedlichen Hühnchen. Na, ihr Schnuddelpupsis, pipapo, geht es gut? Die Heizung läuft, fühlen sich alle wohl, der Brutkasten brütet. Ihr seid, oh, er sieht wirklich glücklich. Oh, das ist aber schön. Das ist aber schön, dass es euch wirklich gut geht. Kann ich hier irgendwie so, keine Ahnung, frisches Wasser reinmachen eigentlich? Nee, ich habe keine Ahnung. Ihr habt noch zu essen. Ich packe trotzdem noch mal mehr hin, weil hier ist ja mehr Platz. Also, mein Gott, dann könnt ihr euch das aussuchen, ja? Gut, dass ich die Heizung geholt habe. Hat ja keine Ahnung. Kann ich der Katze eigentlich im Winter auch mal frisches Wasser noch mal reinpacken? Nee, jetzt wird es ja schwierig. Jetzt kannst du nicht mehr aus Pfützen trinken, mein Schatz. No, süß. Willst du nicht lieber ins Haus kommen? Oh, das sieht so schön aus. Oh, Leute, das sieht so wunderschön aus. So erholsam und entspannend, dass ich gleich Winterurlaub machen möchte. Ah, vielleicht sollte ich die lieber verkaufen, weil die gutartige Qualität, genau, die anderen Eier sind bösartig. Die Qualität ist gutartig. Ich meinte, weil sie großartige Qualität haben, da könnte ich doch dann auch mal anfangen hier. Und ich sollte mal da oben meine Fässer, ich sollte überhaupt mal gucken, was ich alles machen kann. Nein, ich möchte keine Eisenzäune herstellen, noch nicht jedenfalls. Ich würde echt gerne mehr Einmachgefäße herstellen, weil ich würde gerne mehr Marmelade verkaufen, weil ich finde Marmelade großartig. Ich liebe Marmelade, ich würde gerne mein Geld mit Marmelade verdienen. Holz, Stein, Kohle. Wieso brauche ich dafür Kohle? Also, Holz und Stein muss ich farmen. Kohle vermutlich dann auch erstmal jede Menge, damit ich noch mehr habe. Und wenn ich Holzkohle herstellen will und so weiter und so fort, dann muss es ja noch krasser werden. Ja, ich muss Holz farmen. Vielleicht machen wir dann heute mal einen Holzfarmtag. Und ich wollte Marmelade machen. Und was machen wir für Marmelade? Wir machen Brombeermarmelade. Weil jeder liebt Brombeermarmelade. Ich liebe Brombeeren. So, ich sollte die nur so hinstellen, dass ich es leichter habe, da ranzukommen. Wäre vielleicht intelligent von mir. Ich halte mal die Sachen im Inventar, die ich farmen möchte. Macht ja auch Sinn. Und Abigail könnte ich einen Kürbis schenken. Und ich hatte mir aufgeschrieben, dass jemand Brombeeren mag, aber ich weiß gerade nicht mehr wer und ich finde meine Notizen nicht. Ihr hattet mir das auch in die Kommentare geschrieben, deswegen fiel es mir halt jetzt auch gerade nochmal ein. Und für Shane kann ich nochmal Peperoni springen lassen. Im Winter ist das ja auch eine ganz angenehme Sache. So, dann lesen wir jetzt unseren Brief. Nebenbei bemerkt, ich hab Kohle. Hallo, hallo, hallo. Von Willy. Hey, ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Fang mir einen Tintenfisch. Du kannst ihn nachts aus dem Ozean fischen. Allerdings tauchen sie nur im Winter auf. Oh ja, wir sollten uns sowieso Gedanken darum machen, hier wintermäßig voll zu farmen. Ja, Honig, das habe ich schon abgegeben. Ein Pfirsich hätte ich tatsächlich auch, aber ansonsten... Boah, Trüffelöl. Ich habe halt voll keine Ahnung wegen Trüffeln. Wolle und so, das ginge noch. Wir müssten den Stall angehen, dafür bräuchten wir aber Geld. Ich mache mich jetzt erstmal auf zum Schmied, ich das wieder vergesse. Tap 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 tap. Kristallfrüchte, die findet man also wirklich zuhauf im Winter, das ist gut. Ich wollte wegen Würmern auf dem Boden gucken, wegen diesen Winterwurzeln, aber da es jetzt schneit, wird das wahrscheinlich auch schwierig. Aber wenn mir die Würmer das dann ansagen wollen und ich will Krokus finden, oh, ich muss mich unbedingt umgucken. Ich habe so das Gefühl, dass ich am Anfang des Winters noch keinen Krokus finden werde. Aber falls doch, man weiß es ja nicht. Morgen allein ist Geburtstag. Kaufe Krokus zum doppelten Marktpreis. Oh, ich muss ja sowieso nach Krokus suchen, da kann ich auch gleich nochmal nachgucken. Was gibt's hier im Winter eigentlich zu kaufen? Hatte ich schon nachgeguckt, ne? Was für eine wunderschöne Tapete. Oh, voll hübsch. Bringt dir unlimitierten Zugriff auf alle Tapeten und Böden. Wow.
krass, ja, die Bäume pflanzen bringen mir jetzt nichts. Das kann ich mir nicht leisten. Aber hier kann ich mal bei den Mädels, gerade der Abigail. Halt, warte, Kippis! Oh, ich liebe so Zeugs, ernsthaft. Du bist echt super, Honey. Es ist so kalt. Ich wünschte, ich hätte eine heiße Tasse Kakao, die ich mit jemandem teilen könnte. Ich habe eine heiße Tasse Kakao, aber ich teile nichts meine. Soll ich irgendwas Besonderes für die Aerobic-Stunde tragen? Ich weiß es nicht, glaube nicht. Okay, ich guck mal, ob der Bürgermeister echt Brombeeren mag. Ich habe ja genug, ich kann das ja ohne Probleme herausfinden. So, ich helfe auch Brombeeren. Es muss ich nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen jemanden gebe oder esse. Wo ist denn der Bürgermeister immer zu dieser Zeit? Ne, ist aber auch eine Brille. Sag mal, wie viele Brillen machen die denn hier kaputt? Wie oft wir das finden, Leute? Kann ich nochmal da gucken? Aha, die Kinder gehen jetzt hier shoppen. Ja, guten Morgen. Hier, da. Das ist ziemlich nett von dir. Dankeschön. Okay, er war es nicht. Ich muss mir langsam einen Plan zurechtlegen, um unsere Stadt nächstes Jahr noch besser zu machen. Er war das nicht. Ich muss mir das besser aufschreiben. Ich hatte mir aufgeschrieben, mag Brombeeren. Das Problem war, dass ich meine Handschrift nicht mehr lesen konnte. Ja, das bin so bin ich, okay? Ich habe eine Sauklaue. Vogel. Oh, Krokus. Das bedeutet, ich kann diese Winteraufgabe erledigen. Ist das toll. Findet man also doch zu jeder Zeit. Na, ist ja wunderbar. Ich merke, Werkzeug verbessern. Stahlgießkanne. Das ist doch super. Tschüss, Geld. Wollte ich eh nicht haben. Oh, wir könnten mal hier die Bücher lesen. Und in der Mülltonne... Okay, da war... Ich glaube, ich habe den Busch erwischt. Haha, das war der Busch, aber da war auch nichts drin. Von daher, egal. Hier hatten wir doch neue Bücher. Ja, ganz genau. Reise des Präriekönigs. Der Bombenerfolg unter den Videospielen. Wusstest du, dass jeder, der Reise des Präriekönigs abschließt, automatisch an einer Auslosung zu einem besonderen Preis teilnimmt? Alter, das kann man abschließen, Leute. Ist das euer Ernst? Wusstest du, dass der Entwickler gesagt hat, dass der Protagonist auf einer echten Person basiert? Ein wahrer Cowboy-Held von einer Prärieinsel in der Edelsteinsee. Da will ich mal hin. Was gibt's hier? Eine Studie über Diamantenerträge. Nach langer Recherche in den Minen habe ich das Gefühl, etwas über das Auftreten von Diamanten gelernt zu haben. Meine Untersuchungen umfasst nur die Steine, die in den Minen verstreut sind, die mit einer Spitzhacke zerkleinert werden können. Mineralerträge aus anderen Quellen benötigen eine weiterführende Forschung. Diamanten scheinen sich erst auf Ebene 50 oder tiefer zu formen. Auf Ebene 50 beherbergt ungefähr einer von 500 Steinen Diamanten. Nach Ebene 50 erhöht sich das Auftreten ungefähr um 0,00016 pro Ebene. Ein wirklich seltenes Steinchen. Von Jasper. Na, Kinders? Fräulein Penny, ja, ich buche dich, ich muss, bevor ich draußen spielen darf. Fräulein Penny, sag ich immer noch. Das ist voll doof. Was blinkt denn hier eigentlich so die ganze Zeit? Ja, ich bringe Willy einen Tintenfisch. Ich bin doch schon, ich will doch schon, ich mach doch schon, ich hab doch schon vor. Aber dafür muss es erst Nacht sein, liebes Spiel. Ah, das ist so kuschelig im Winter. Trotzdem habe ich das Bedürfnis, mich umzuziehen. Ich kann meinen Charakter nicht nachträglich umziehen, oder? Weil ich habe ein T-Shirt an und das ist seriously echt kalt. Duh. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal an den Strand. Auch wenn ich heute so ein paar Sachen fahren müsste. Hey, Elliot! Leute haben seit tausenden Jahren vom Meer gelebt. Ich gehe einfach zum Lebensmittelladen. Ja, du könntest auch angeln, mein Freund. Ne? So ist ja nun mal nicht. Sehe jetzt da nicht das Problem. So viel Schnee. Vogel. Oder wie macht eine Möwe? Meins. Würmer. Nein? Aha, auch wieder nur eine Winterwurzel. Tja, jetzt diesen Winter andere Sachen zu finden, wird schwierig. Ist sich das gerade bewegt? Habe ich mir nur eingebildet. Alles klar, bin komisch, hab Halluzinations. Gut, dann werde ich mich jetzt wieder auf nach Hause machen und das Winterbündel abschließen. Oh mein Gott, dann habe ich ja die Brückenreparatur fertig. Was bedeutet das denn? Oh, da bin ich gespannt. Lasst uns die Brücke reparieren, Leute. Ist das die Brücke dort draußen auf die... Tatsächlich, das müsste ja die Brücke zur anderen Seite sein. Ich glaube, es wäre sinnvoller, oben lang zu gehen, aber ich gehe jetzt unten lang, weil so muss ich durch mein ganzes gesamtes Grundstück durch.
dann ist das halt so. Kann ich mir jetzt hier eigentlich andere Tiere noch zulegen? Im Winter würde ich jetzt ungern Tiere... Okay, Marnie ist eh nicht da. Mein Gehirn funktioniert nicht immer so richtig. Die Brücke, das ist doch dort im Osten die, ganz oben, oder? Oder ist es die unten, die Brücke, ganz unten im Westen? Ich weiß es nicht, so viele Möglichkeiten, ah, es ist unordentlich. Winterwurz brauche ich jetzt halt auch eine. Ich habe ja alles, was ich brauche. Brauche gar nichts holen. Wieso laufe ich denn hier durch die Gegend? Bin ich dumm? Ja, Honey. Danke. Vielen Dank euch. Ich kann den Krempel hier wenigstens weglegen. So. Eine Geode kann ich später da reinlegen. Kann ich ja wieder zum Schmied gehen. Ich muss sowieso ein bisschen Geoden sammeln. Es ist schon organisiert. Okay, es wird also nicht schöner. Ich habe also definitiv alles für das Winterbündel, ja? Habe ich. Okay, alles klar, ja. Habe ich. Oh, ui, ich freue mich. Oh, wir können wieder was abschließen, Leute. La, 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 la. Ein Winterlied. Ich brauche ein Winterlied. Ich muss ein Winterlied singen. Kann ich nicht pflücken hier durch, verdammt. The cold was, glows white on the mountain. Nee, was ist? The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like the sonic storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Okay, ich jetzt weiter euch foltere mit einem schrecklichen Ohrwurm, den ich selber nicht mehr loswerde. Ui! Oh, we did it. Tunnel komplett. Und ich bekomme dafür erstmal Wintersaat, eine Auswahl verschiedener Wintersaaten. Kann ich die im Winter anpflanzen? Ich glaube ja mal nicht. Oh, ich liebe diese süßen Kleinen. Ich hasse dich, da sagen sie ja, die Bäume sind angezogen und wir mit ihnen. Oh, wie hübsch. Oh, wie hübsch. Guck mal. Oh, wie hübsch das jetzt hier ist. Das ist ja ein richtiges Gemeindezentrum jetzt. Also zumindest da. Hier noch nicht, aber da. Die Stars. With me. Oh, mein kleiner Knuddelpups. Oh, mein kleiner Knuddelpups. Oh, es ist schön. Lass mal gucken. Nicht gehen. Komm mit. Oh, wie der sich freut. Ja, der Heizungskeller sieht inzwischen echt gut aus. Oh. Kannst du nicht immer mein Freund bleiben und immer bei mir bleiben? Den Tresorraum müssen wir noch machen. Da müssen wir nur Geld spenden. Dafür brauche ich echt eine Menge Zeug. Nächstes Jahr kümmere ich mich um den Tresor. Oh, ich will den Knuddel. Tja, das hier wird dann auch nochmal, wenn alles voll ist, ne? Oh, ich kann es kaum abwarten. Ui, komm, mein kleiner Knuddelpups. Ist das süß? Ist das süß? Oh, das ist ja so knuffig gemacht. Der Wintersaat, jetzt bin ich echt überfordert. Eine Auswahl verschiedener wilder Wintersaaten. Die kann ich dann wahrscheinlich auch in jeder Jahreszeit aussäen. Das würde Sinn machen. Oh, wie schön. Brückenreparatur, das machen die über Nacht dann, ne? Ich will nur mal gucken, ob das eventuell wirklich diese Brücke sein könnte. Toll. Oh, hi, Alex. Hey, kannst du Harley finden und ihr sagen, dass ich Hi gesagt habe? Hier hast du ein Stück Holz. Okay, danke. Tschüss. Ich weiß, ich bin ein gemeiner Mensch. Aber er ist ja auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Weiß nicht mal, wie ich heiße und Oh! It's a book. Weiß nicht mal, wie ich heiße und will, dass ich, the for real. Oh, Schneemann. Harley was ausrichtet. Okay, Robin ist Aerobic machen. Unverschämtheit. Wie lange machen die eigentlich Aerobic? Ist irgendwie gefühlt den ganzen Tag da. Linus hat da oben sein Feuerchen angemacht. Boah, der muss ja im Winter echt keine schöne Zeit haben. Noch mehr für mich! Ui, ein prähistorischer Handaxt. Naja, tatsächlich, das könnte die Brücke sein. Oh, ich bin so gespannt, was dann auf der anderen Seite ist, Leute. Sagt es mir bitte nicht. Ich will nicht gespoilert werden. Vielleicht nehme ich einfach am Stück auf, dann weiß ich sowieso nicht, weil dann kommt es erst am nächsten Tag raus. Ich bleibe jetzt schon so lange noch ein bisschen hier rein. Ich hab ja Zeit, wa? Geh ich jetzt hier auf Ebene 85. Vielleicht komme ich ja sogar weiter heute. Ich brauche mir einen Hammer. Mein Inventar ist halt jetzt wieder überfüllt. Das
dadurch bringen wir jetzt nicht so viel. Sind hier Gegners? Nee. Na gut. Dann prügel ich mich jetzt hier einfach durch. Sieht auch schon wieder so aus, als bräuchte ich eine bessere Spitzhacke, weil ich brauche ja ewig. Sieht hier irgendwo einen Gang nach unten? Nee, ne? Na gut. Jeder 500. Stein könnte quasi einen Diamanten beinhalten. Aber mein Lootglück in Spielen ist nicht vorhanden. Bedeutet, ich werde nie welche finden. Hör auf, geh mir nicht auf den Sack. Ey, verpiss dich, du arschgesichtiges Stück Mist. Du auch. Du auch. Oh, was ist das da? Warum kommt das da so zügig auf mich zu? Oh, for fuck's sake. Ist das euer scheiß Ernst? Und du heilst den auch noch. Gott. Gott. Ich mach jetzt hier Special Tactics. Gottes Willen. Okay, das war knapp. Okay. Hi. Wow. Das ist ja Special Tactics, haben ja funktioniert. Nur der Schleim macht mich wieder fertig, ne? Alter, Schleim ist zu hart für mich. Also alle anderen Gegner easy GG, aber der Schleim, ne? Bräuchte ich eigentlich nur warten, bis er charged. Ihn hauen. Das ist auch gut. Seht ihr? Charged. Ich hau ihn. Zack. Und dann leider nach unten. Oh, du bist eingeschlossen. Das ist jetzt... Na, nee. Nicht Quiek. Ach du, for fuck's sake. Oh. Ich gehe. Hab ich erwähnt, dass ich gehe? Oh, wir haben nur so viel Gold. Ich verlasse die Minen mal, weil mir geht's nicht so gut. Oh mein Gott, das wäre nur noch ein Hit gewesen. Ist ja eh schon spät. Ne, ist ja eh schon spät. Komm, dann fahren wir einfach nach Hause. Au. Au, Alter. Ich muss irgendwie stärker werden jetzt über den Winter. Diese einzelnen Ebenen zu überstehen ist echt nicht leicht. Ich muss mir natürlich immer was zu essen mitnehmen, ist klar. Und brauche ein besseres Inventar und eine bessere Übersicht, aber... Au. Oh, Entschuldigung, Baum. Wollte ich nicht. War so nicht geplant. Wie unschön. Wie unhöflich vor allen Dingen. Ich meine, ich chill doch nur bei denen da ein bisschen ab. Ist ja nicht irgendwie... Gibt's hier im Winter... Oh, hier, also... Die sammeln das ganze Jahr über Beeren und Früchte aus den verschiedenen Jahreszeiten, die Fledermäuse. Ich will gar nicht wissen, wie sie das machen. Das bleibt vollkommen ihnen überlassen. Solange ich keine Kacker von ihnen einsammle, bin ich schon glücklich. Schleim kommt hier rein, das kommt da rein. Ich packe auch mal diese Sachen wieder hier mit dazu. Vielleicht gehen wir morgen wirklich nur farmen oder sowas. Hier kommen meine ganzen anderen Güter rein. Zack, 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 zack. Die prähistorische Schweinspitzschip kommt da auch rein. Das noch. Das noch. Das noch. Die Peperoni will ich behalten. Ich wollte eigentlich noch zu Shane. Shame, das habe ich nicht geschafft. Oh, Entschuldigung. Also nicht geplant. Doch, das muss. Nein, ich muss. Das kommt da rein. Genau. Und jetzt gehe ich hier noch ein bisschen Bäume fällen. Brauche Holz. Ne? Kann ja auch Bäume fällen gehen. Der fällt doch garantiert in den See. Nee. Wow. Glück gehabt. Aber der fällt jetzt in den See. Kann man das sehen, in welche Richtung die fallen? Kann man das beeinflussen? Beim Holzhacken kann man das nämlich normalerweise beeinflussen. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Das weiß ich, das habe ich schon gesehen. Baum fällt. War ein bisschen zu spät, ne? Oh, ist auch noch einer, oder? Gehörst du zum Environment? Ich glaube, der ist Deko. Normalerweise hackt man nämlich in die Seite des Stumpfes hinein, in die, naja, das Ding da fallen soll. Ich glaube, das sind Dekobäume. Okay, dann ist es ein Dekobaum. Hahaha. Ja, über das nächste Jahr werden wieder jede Menge Bäume wachsen und dann können wir wieder alles einsammeln und überhaupt. Ich habe übrigens jetzt eine kleine Liste an Themen, über die wir auch mal im Winter reden können, wenn wir jetzt ganz viel farmen. Habe ich heute noch nicht ausgepackt, weil es meine Konzentration wieder gestört hätte. Das müssen wir dann richtig beim Farmen machen. Ich möchte einfach nicht, dass meine Konzentrationslosigkeit wieder schuld daran ist, dass ich alles Mögliche übersehe.
Sprich, wir machen das so bei reinen Farmfolgen. Ihr habt euch alle möglichen Themen mal so gewünscht. Und ich werde auch über ein paar Sachen reden, die dann aktuell so in der Welt vor sich gehen. Dinge, die man so in den Nachrichten hört. Und jetzt sollten wir mal langsam nach Hause gehen, denn das ist fast 0 Uhr. Und wir wollen ja morgen wieder fit sein. Ach du Schreck, ich werde so einen Muskelkater haben. Rip-Rip-Charakter, Rip-Rip. Und oh, dann habe ich auch wieder jede Menge Holz. Dann kann ich auch schon wieder da ein bisschen mehr machen und da ein bisschen mehr machen und überall ein bisschen mehr machen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Dienstag oder was auch immer für einen Tag ihr habt, wenn ihr dieses Let's Play anguckt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Stardew Valley. Und wenn ihr, wie gesagt, Themenwünsche habt, immer in die Kommentare. Ich schaue da regelmäßig rein. Ich lese ja auch immer rückwirkend bis auf 3 Tage die Kommis und so. Deswegen, feel free.